Ausbildungsmesse, Rückkehrertage und der Firmenlauf sind bekannte und beliebte Projekte des regionalen Wachstums Kern Westlausitz. Über die Jahre gewachsen und mit durchaus vorzeigbaren Ergebnissen. Der geplante Termin für den Firmenlauf wurde Corona-bedingt abgesagt, doch eine Alternative auf den Weg gebracht. Wir haben 9 Jahre lang im RWK Westlausitz einen Firmenlauf durchgeführt, immer in der Sprecherstadt. Also alle 5 Jahre ist eine Stadt dran. In diesem Jahr ist Großrieschen als Sprecherstadt dran, diesen Firmenlauf auszurichten. Und wir haben uns einen sehr schönen Streckenplan überlegt, hier rund um den Großrieschener Hafen, den See, die Allee der Steine. Und natürlich eine fulminante Siegerehrung am Hafen mit schönem Programm und vielen Höhepunkten, was wir jetzt leider doch modifizieren mussten. Wie sieht jetzt die Variante für 2020 aus? Ja, wir haben uns ein neues Format überlegt. Wir wollen das nicht absagen, weil der ganze Lauf dient ja auch einem guten Zweck. Und deshalb werden wir nicht zu einem Zeitpunkt laufen, also nicht am 9. September, was vielleicht viele schon in ihrem Kalender haben, sondern im Zeitraum vom 2. September bis 6. September, das ist Mittwoch bis Sonntag, kann jeder, der da teilnehmen möchte, sich die Strecken runterladen, kann dann in der Zeit, die er möchte, auch in den kühlen Abendstunden hier laufen und meldet dann selbstständig seine Zeit in diesem Portal www.lausitzerlaufen.de. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Sololäufer, die nicht zu einer Firma gehören. Wir rufen alle auf, dort sich zu beteiligen, also egal, ob das Firmenmitarbeiter sind, ob das Vereine sind oder Einzelläufer. Die Teilnahme zählt, das ist der solidarische Gedanke, den wir in diesem Jahr wirklich durch den Lauf unterstützen wollen. Es gibt keine Startgebühr zu zahlen, das ist auch eine Besonderheit in diesem Jahr. Die BASF übernimmt vollständig die Startgelder für die Läufer, die sich anmelden, sodass alle Gelder dann auch einem guten Zweck zugutekommen. Und zwar in diesem Jahr nicht nur für die Sprecherstadt, wie das in den letzten Jahren war, sondern wir haben gesagt, wir teilen das nochmal im 10. Jahr. Alle 5 Kommunen sollen da sich ein soziales Projekt überlegen. Und wir in Großrieschen haben aufgrund der Situation, ja, es gab viele Badetote im Lauzer Seenland oder auch in Brandenburg überhaupt. Und wir wollen das geben für Schwimmunterricht für Kinder und Jugendliche. Wenn ich laufen möchte, muss ich mich auf wie viel Strecke einstellen? Es gibt 2 Strecken. Eine 2,5 Kilometer Strecke, die ist auch für Nordic Walking geeignet, und eine 5 Kilometer Strecke. Wer den Plan zu Hause vergessen hat, wenn er dann hier ankommt, hier im Besucherzentrum Iberterrassen wird es nochmal die Pläne geben. Und hier gibt es dann auch, jeder Teilnehmer hat einen Gutschein, ein Softgetränk, ein Wasser, weil wir können dieses Jahr leider keine Verpflegungsstützpunkte aufbauen. Und dass der Firmenlauf beliebt ist, machen auch die Teilnehmerzahlen der letzten Jahre deutlich. Also wir hatten im letzten Jahr über 3000 Teilnehmer und das hat sich in den letzten Jahren eigentlich immer so auch gesteigert, sodass wir Summen von 4000, 5000 Euro dann für die Städte hatten, was schon eine sehr schöne Sache war und eine sehr schöne Anerkennung. Rechnen Sie dieses Jahr mit weniger Teilnehmern? Wir wünschen uns mehr Teilnehmer, weil es ist ja eigentlich einfacher. Man muss nicht am 9. September Zeit haben, um 17 Uhr zu laufen, sondern man kann das wirklich ganz relaxed vom Mittwoch bis Sonntag in einer genehmen Zeit machen. Wir wünschen uns, dass viele am Sonnabend oder Sonntag kommen, vielleicht sogar die ganze Familie mitbringen. Und von daher sind die Bedingungen eigentlich nie so gut wie jetzt. Also Laufschuhe rausgeholt und teilgenommen vom 2. bis 6. September zum Firmenlauf in Großrieschen.